Viele und viele verschiedene Argumente also rund zu diesem Thema Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Einige wenige, im Idealfall die wichtigeren, wollen wir hier erörtern, bevor es gleich im Plenum losgeht um 9. Und deswegen freue ich mich, dass bei mir sind Stefan Habart aus der Unionsfraktion und André Hahn aus der Linksfraktion. Beide sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende und für dieses Thema zuständig. Wir fangen mal mit einer utopischen Grundannahme an und behaupten, die Union hätte die absolute Mehrheit hier im Deutschen Bundestag. Wie hätte Ihre Lösung dieser Frage ausgesehen? Bundespräsident Gauck hat uns mit seinen Worten, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich, den Weg gewiesen, auch zum Vorgehen in der Flüchtlingspolitik. Wir haben in diesem Land in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als der Rest Europas zusammen. Wir wissen aber auch, dass die Aufnahmefähigkeit eines Landes Grenzen hat. Dies berücksichtigen wir jetzt mit der Neuregelung zum Familiennachzug. Wir sehen vor, dass für Subsidiärschutzberechtigte die Regelungen ausgesetzt werden, dass es einen monatlichen Korridor von 1.000 gibt. Da gibt es in einer großen Volkspartei, auch wie in der Union, unterschiedliche Auffassungen. Aber ich glaube, dass der Kompromiss, den wir mit den Sozialdemokraten gefunden haben, ein vernünftiger ist. Das mag sein. Meine Frage war, wenn Sie die alleinige Mehrheit hätten hier im Plenum, wie hätte Ihre Entscheidung ausgesehen? Kurz und knapp. Nach meiner Einschätzung wäre die Zahl derer, die monatlich nach Deutschland hätten kommen können, geringer ausgefallen als jetzt aufgrund der Abrede mit der SPD. Für uns war aber immer klar als Union, dass es Härtefallregelungen geben muss. Und deshalb haben wir die Härtefalltatbestände, die wir haben in den vergangenen Jahren, auch nicht in Frage gestellt. Zur Sicherheit nochmal, und dann ist auch Herr Hahn dran, die Kontingentlösung, die jetzt gefunden ist mit den 1.000 oder die gelten soll ab 1. August mit 1.000 Menschen pro Monat, der hätten Sie nicht zugestimmt, ja, nein? Wir hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Kontingentlösung gemacht, sondern wir hätten auf eine Härtefalllösung gesetzt. Möglicherweise hätten wir auch eine Regelung vorgesehen, die Aufnahme an Integrationsleistungen erbringt, etwa darauf abstellt, ob jemand in der Lage ist, für seine Familie hier in Deutschland ein Auskommen zu erwirtschaften und damit auch Integrationsanreize gesetzt. Wären Sie bei der FDP relativ nah gewesen, glaube ich, unter anderem Herr Hahn. Sie bringen auch einen Gesetzentwurf ein hier heute zu diesem Themenbereich. Wie sieht er aus im Kern? Also zunächst mal bin ich sehr froh, dass die CDU oder die Union nicht die absolute Mehrheit hat, um diese Dinge durchsetzen zu können, von denen eben die Rede war. Ich will einen Satz aber vorab sagen, was die Pläne von Union und SPD angeht. Also das ist weder sozial noch christlich, was dort stattfinden soll. Wenn man die Zahlen nimmt, um die es hier geht, 60.000 oder 70.000 beim Familiennachzug an dieser Stelle, dann bedeutet das, dass die Letzten in 5 oder 6 Jahren erst ihre Familienangehörigen sehen würden. Und deshalb lehnen wir die Kontingentlösung ab. Wir wollen, dass es einen Rechtsanspruch gibt auf diese Familienzusammenführung. Und wir haben im Grundgesetz eine klare Regelung, dass die Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Wir haben internationale Verträge, die wir eingegangen sind, die UN-Kinderrechtskonvention. Danach haben minderjährige Flüchtlinge das Recht, mit ihren Eltern zusammengeführt zu werden. Gegen all das verstößt die Regelung, die heute beschlossen werden soll. Und deshalb wollen wir den Familiennachzug so weit wie möglich auch ermöglichen und die Möglichkeit schaffen, auch für die Betroffenen, nicht auf irgendwelche Härtefallregelungen angewiesen zu sein. Das soll ein Rechtsanspruch sein, denn die Härtefallregelung, das haben wir gesehen, hat im vergangenen Jahr weniger als 100 Menschen betroffen. Und das kann doch nicht im Sinne der Betroffenen sein. Wir versuchen erstmal noch ein bisschen Grundsätzliches zu klären, weil in dieser Diskussion geht hier einiges hin und her. Es wird mit unterschiedlichen Zahlen agiert. Wie viele Subsidiärschutzberechtigte haben wir eigentlich gerade in Deutschland? Wir haben einen Personenkreis in einer Größenordnung von 250.000 bis 300.000, der dann Familienangehörige nach Deutschland nachholen könnte. Niemand weiß genau, wie viele Angehörige im Schnitt nachgeholt würden. Wir müssen aber nach den Schätzungen, die das Bundesinnenministerium abgegeben hat, davon ausgehen, dass es mehrere Hunderttausend sein würden. Und die würden zu dem Familiennachzug hinzutreten, die wir
für diejenigen Flüchtlinge ohnehin durchführen werden, die Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention genießen. Das heißt, zu möglicherweise mehreren Hunderttausend, die ohnehin zu uns kommen, kommen noch einmal weitere Hunderttausende hinzu. Und genau das wollen wir, anders als die Linkspartei, nicht. Wir wollen, dass es keinen unkontrollierten Zugang nach Deutschland gibt, sondern Kontrolle und Steuerung. Ja, aber unkontrollierten Zugang, ich glaube, das ist in dem, zumindest bei diesem Teilaspekt, ja nicht das Thema. Es gibt so diese unterschiedlichen Zahlen, Herr Hahn. Sie haben gerade schon mit dem Kopf geschüttelt. Irgendwie auch, wir wissen seit der Jamaika-Sondierung, da geisterten unterschiedliche Zahlen rum, die reichen von 60.000 bis 70.000. Sie sagen mehrere Hunderttausend. Was ist das Bundesinnenministerium? Ja, was ist, stimmt. Aber was ist Ihre Datenbasis? Also es gibt ja verschiedene Untersuchungen, auch auf der Basis von Befragungen der subsidiär Schutzberechtigten hier. Dort ist die Möglichkeit gegeben, auch zu ermitteln ungefähr, wie viele denn überhaupt eine Familie haben, die nachgeholt werden kann oder nachgeholt werden soll. Und die Zahlen schwanken zwischen 60.000 und 70.000. Und es tut mir leid, ich halte das, was hier von der Union öffentlich gemacht wird, schlichtweg für Panikmache. Es geht auch nicht um einen unkontrollierten Zuzug, sondern es geht natürlich gerade um eine kontrollierte Einreise und Zusammenführung. Es gibt ein Antragsverfahren, das wird geprüft, die Verwandtschaftsverhältnisse werden unter die Lupe genommen. Aber dass wir hier über Integration reden, die dringend notwendig ist und die am besten erfolgt, wenn die Familien zusammen sind. Das muss doch das Entscheidende sein und das spielt bei der Union und bei der Kontingentlösung, auch dem die SPD zustimmt, überhaupt keine Rolle. Für uns geht es um Kontrolle, auch um zahlenmäßige Kontrolle. Und wir haben uns jetzt verständigt auf einen jährlichen Korridor von 180.000 bis 220.000 maximal. Das ist deutlich mehr, als wir im langjährigen Mittel in Deutschland aufgenommen haben. Wir sind auch nicht der Auffassung, dass Integration am besten dann funktioniert, wenn möglichst viele Menschen nach Deutschland kommen. Reden Sie einmal mit den Bürgermeistern, reden Sie einmal mit den Oberbürgermeistern über die Situation in den Kommunen. Wir sind in vielen Kommunen an dem Punkt, dass sie sagen, wir können eine vernünftige Integration nicht mehr gewährleisten. Und je mehr Menschen sie in die Kommunen bringen, desto schwieriger wird es, der Integrationsaufgabe gerecht zu werden. Und deshalb wollen wir, um die Integration derer, die eine Bleibeperspektive haben, nicht zu gefährden, wollen wir zu einer zahlenmäßigen Begrenzung kommen. Ja, die zahlenmäßige Begrenzung ist doch aber künstlich gesetzt. Sie haben willkürlich eine Zahl festgesetzt. Und ich darf mal daran erinnern, dass ja die SPD im Wahlkampf angetreten ist mit der Aussage, dass sie diese Aussetzung des Familiennachzugs aufheben wollen. Jetzt stimmt die SPD zu, macht mit ihnen dort gemeinsame Sache und beschließt am Ende möglicherweise auch eine Obergrenze. Es gibt bei Familien aus meiner Sicht keine Obergrenze und es gibt Rechtsansprüche. Ich habe das vorhin gesagt von den minderjährigen Flüchtlingen und die lassen Sie völlig außen vor. Sie sagen, wir haben ein Kontingent, monatlich 1.000 Personen können kommen und das ist aus meiner Sicht viel zu wenig, wenn man sich die Integrationsaufgaben ansieht, vor denen wir stehen. Da greife ich jetzt auch mal wieder ein, weil ich ja hier der Gesprächsleiter bin und mich von Zeit zu Zeit auch mal bemerkbar machen muss, dass ich noch da bin. Artikel 6 schützt die Familie ganz im Besonderen. Gilt das nur für deutsche Familien? Nee. Das gilt nicht nur für deutsche Familien. Das bedeutet aber nicht, dass es einen unkontrollierten Zustrom nach Deutschland geben kann. Wir hatten bis zum Sommer 2015, bis zum August 2015 in Deutschland die Rechtslage, dass es keinen Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte gab. Das wurde bis zum damaligen Zeitpunkt auch nicht in Frage gestellt. Wir haben die Situation, dass es internationale Übereinkommen gibt. Mit diesen internationalen Übereinkommen ist diese Regelung, die wir jetzt im Bundestag verabschieden, nach unserer Überzeugung im Einklang. Und noch einmal, wir lassen uns hier keine Hartherzigkeit unterschwellig unterschieben. Dieses Land hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als der Rest Europas zusammen. Das ist, glaube ich, eine Leistung, die man nicht einfach beiseite wischen sollte. Bringt mich zu einer anderen Frage. Ist es überhaupt sinnvoll, den Begriff subsidiär Schutzberechtigte überhaupt parallel zu den anderen Flüchtlingen irgendwie zu führen? Denn schlussendlich sind ja beide hier, weil ihr Leben bedroht ist auf die eine oder andere Weise, entweder weil sie politisch verfolgt sind oder weil sie einem Bürgerkrieg oder einem Krieg ausgesetzt sind. Ja, wir haben auch ein großes Problem damit, dass man immer neue Kategorien schafft. Es sind alles Flüchtlinge, es sind Menschen in Not und denen muss geholfen werden. Und da ist aus unserer Sicht eben genau dieser Punkt nicht gerechtfertigt zu sagen, wir nehmen den einen Teil, die dürfen das beispielsweise nach der Genfer Flüchtlingskonvention, Sie haben ja darauf hingewiesen, und andere werden eben mit einem Sonderstatus versehen. Das wollen wir nicht. Flüchtlingen muss geholfen werden und wir gehen ja immer noch davon aus und wollen das auch, dass wenn Krieg zum Beispiel in Syrien
vorbei sein sollte, dass auch viele wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Aber in dieser Zeit über mehrere Jahre hinweg immer auf Dauer von ihren Familien getrennt zu sein, das ist nicht zumutbar. Und deshalb wollen wir dort eine deutlich andere Regelung als Union und SPD. Eins der Argumente in dieser Frage ist ja in der Tat, dass man nicht weiß, wie lange auch Subsidiärschutzberechtigte erlaubt sein wird, hier im Land zu bleiben. Das kann viele Jahre dauern. Wenn wir nach Afghanistan gucken oder wenn wir in den Irak, teilweise auch nach Syrien, ist ja überhaupt keine Besserung der Lage in Sicht. Also wäre vor diesem Hintergrund alleine es nicht angebracht, tatsächlich Familien, meinetwegen auch in einem bestimmten Rahmen, irgendwie, aber doch irgendwie mehr und eher zusammenzubringen, um das, was Herr Hahn auch angesprochen hat, nämlich Integration vielleicht zu erleichtern, aber auch negative Seiten der Zuwanderung irgendwie auszuklammern, irgendwie da unter Umständen mehr zu tun. Wir glauben nicht, dass Integration erleichtert wird, wenn mehr Menschen nach Deutschland kommen. Wir glauben, dass wir uns auf die Integration derer fokussieren müssen, die in Deutschland sind und eine Bleibeperspektive haben. Das sind bei weitem nicht alle. Die keine Bleibeperspektive haben, müssen wir übrigens wieder in ihre Länder zurückführen. Das muss nach unserer Überzeugung der Maßstab sein. Und wenn wir uns Teile der politischen Diskussion anschauen, dann wird verlangt, dass Flüchtlinge auch aufgenommen werden, aus wirtschaftlichen Gründen, mit Blick auf Klimawandel und vieles andere mehr. Das Ganze darf nicht uferlos werden, weil derjenige, der die Aufnahmebereitschaft eines Landes zu stark in Anspruch nimmt, nur den Effekt herbeiführen wird, dass in einigen Jahren auch keine Bereitschaft mehr vorhanden sein wird, diejenigen aufzunehmen, die tatsächlich Schutz benötigen. Da hat er ja recht, weil wenn man sich neue Umfragen anguckt aus letzter Zeit, war eine große Mehrheit eher der Meinung, dass der Familiennachzug für eben diese Flüchtlingsgruppe nicht weiter fortgesetzt werden soll. Es kann ja nicht die Aufgabe des Parlaments sein, immer auf Stimmungsschwankungen zu reagieren. Natürlich gab es Unmut, gab es Unzufriedenheit. Es sind ja viele Fehler gemacht worden im Zuge der Integration beziehungsweise des Zeitpunktes, wo und wie die Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Aber die Menschen sind jetzt hier und wir haben eine Verantwortung als Parlament, dass auch Familien zusammengeführt werden können. Und das kann ich nicht über Jahre aussetzen, wie es die Union will. Das ist unmenschlich und deshalb wollen wir dort klare Regelungen schaffen, die diesen Zusammenführung ermöglichen. Und das ist ja nicht ungebremst, sondern es gibt klare Regeln, ein klares Verfahren und nach diesem Verfahren sollte gehandelt werden.